Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist Geldwäsche aus rechtlicher Sicht? Für wen sind Geldwäschegesetze primär relevant? Und was passiert, wenn jemand gegen Geldwäschegesetze verstößt? Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Frank Müller und unserer Gastgeberin Christina Casala. Eine neue Folge Fintech Recht Kompakt, alles legal. Ich freue mich sehr, heute mit Frank Müller, Partner und Gründer von Enerton und Paytech Law zu sprechen. Hallo Frank. Hallo Christina. Wir haben uns heute ein ganz tolles Thema vorgenommen, nämlich das Thema Geldwäsche. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich in meiner Jeans mal einen 10-Euro-Schein vergessen habe, sondern, Frank, erzähl uns doch mal, was ist Geldwäsche eigentlich und was versteht man darunter? Ja, vielen Dank. Also Geldwäsche ist im Grunde einfach gesagt ein Vorgang, bei dem ich illegales Geld, also Geld, das aus illegalen Machenschaften kommt, in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf einschleuse. Wann passiert das? Das passiert immer dann, wenn Menschen schmutziges Geld, zum Beispiel aus Drogenverkauf, Waffenhandel, aber auch Betrugstatbeständen oder letzten Endes immer dann, wenn eine rechtswidrige Tat begangen wird und damit Geld erworben wird, dann liegt Geldwäsche vor, wenn ich dieses so erworbene Geld in den Wirtschaftskreislauf einfüge. Man spricht jetzt im Fachjargon von dem All-Crime-Ansatz. Es gab früher mal einen Katalogtatbestand, da waren nur ganz bestimmte rechtswidrige Taten aufgeführt und das wurde aber geändert im vergangenen Jahr, so dass wir jetzt hier eben diesen All-Crime-Ansatz haben und letzten Endes alle rechtswidrigen Handlungen jetzt da erfasst werden, so dass wir jetzt hier ein sehr, sehr breites Spektrum haben, wann ich einen Geldwäschetatbestand erfüllen kann. Ich als Privatperson bin da ja vermutlich nicht von betroffen. Wer ist denn Geldwäsche verpflichtet? Verpflichtet, Geldwäsche zu betreiben, ist natürlich niemand, sondern es geht um die Geldwäscheprävention. In Deutschland gibt es das sogenannte Geldwäschegesetz oder GWG. Und das GWG hat wie jedes Gesetz einen Anwendungsbereich. Und in den Anwendungsbereich fällst du dann rein, wenn du ein Verpflichteter bist. Und ein Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes, das ist im Gesetz legal definiert. Das ist genau festgelegt, wer da drunter fällt. Und sag mal, für unsere Fintech-Branche, Christina, sind es insbesondere natürlich unsere Banken, die Finanzdienstleister und Zahlungsinstitute. Das sind jetzt, sagen wir mal, die wichtigsten. Dann auch die Agenten und E-Geld-Agenten. Ganz kurz vielleicht dazu, ohne zu tief einzusteigen. Ein Agent oder ein Payment-Agent ist jemand, der sozusagen bei der Ausführung eines Zahlungsdienstes involviert ist, ohne selbst BaFin reguliert zu sein. Und ein E-Geld-Agent ist jemand, der bei dem Vertrieb von E-Geld hilft. Zum Beispiel, wenn ein Fintech mit einer Bank eine White-Label-Kooperation eingeht, die Bank sozusagen den regulatorischen Schirm gibt, das Fintech zum Beispiel eine Prepaid-Kreditkarte an ihre Kunden rausgeben möchte, aber selbst nicht reguliert ist, dann würde das Fintech ein E-Geld-Agent sein, weil es die von der Bank herausgegebenen Prepaid-Kreditkarten, nur die darf das ja herausgeben, weil es reguliert ist, an seine Kunden weitergibt. Und deshalb bei dem Vertrieb von E-Geld hilft und damit E-Geld-Agent ist. Wäre also auch ein Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Latte an anderen Verpflichteten, die das Gesetz aufnehmen. Da kann ich mal ein paar nennen. Da fallen zum Beispiel auch die Rechtsanwälte drunter bei bestimmten Katalogtatbeständen, Steuerberater, Notare, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler, Kunsthändler. Also das ist alles festgelegt, kann man alles, wenn man möchte, mal bei einer Tasse Tee im Paragraph 2 GWG nachlesen oder auch nicht. Aber wir beide, Christina, jetzt ich in meiner Person als Nichtanwalt und du eben auch, wir fallen da grundsätzlich nicht drunter, weil wir als Privatpersonen, die nicht in diesem Katalogtatbestand genannt werden, das nicht beachten müssen. Und damit sind wir nicht verpflichtet im Sinne des Geldwäschegesetzes. Was passiert denn, wenn ich jetzt Geldwäscheverpflichteter wäre oder beziehungsweise im Sinne des Kataloges, wenn ich dagegen verstoße?
Also ein Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften ist natürlich immer schlecht, weil ich dann rechtswidrig handle. Und ja, ganz einfach gesagt, wenn ich gegen Vorschriften des GWG verstoße, dann habe ich grundsätzlich zwei Themen an der Backe. Das eine sind die Sanktionen, die das GWG selber festlegt. Das sind insbesondere Geldbußen. Die können relativ üppig sein. Bis zu 5 Millionen oder 10% des Jahresumsatzes einer juristischen Person. Bei leichten Vergehen können es auch schnell mal 100.000 Euro sein. Aber das ist jetzt sozusagen die Sanktion aus dem GWG. Gibt es natürlich auch noch die strafrechtliche Komponente. Kann nämlich sein, dass ich, wenn ich meine Pflichten aus dem GWG nicht erfülle, und das Ganze möglicherweise grob fahrlässig und sogar vorsätzlich nicht tue, dann kann es sein, dass ich auch strafrechtlich belangt werde, weil der Tatbestand der Geldwäsche ist auch im StGB, also im Strafgesetzbuch, geregelt und wird mit auch dort mit Geldbuße und Freiheitsstrafe geahndet. Und wenn ich meine Pflichten nicht erfülle, dann kann es sein, dass ich Beihilfe zur Geldwäsche begangen habe und deswegen auch strafrechtlich belangt werde. Das ist im Übrigen ganz wichtig zu verstehen, dass der Geldwäschebeauftragte, das ist derjenige, der in den Banken, Finanzdienstleistern und Zahlungsinstituten derjenige ist, der dafür zuständig ist, dass die Geldwäscheprävention funktioniert. Es ist wichtig zu wissen, dass der ein sehr, sehr wichtiges Amt hat, einmal für das Unternehmen selber, aber auch für sich selber. Der haftet nämlich persönlich. Das heißt, wenn da irgendwas schiefläuft, ist der Geldwäschebeauftragte persönlich haftbar. Und deswegen ist es ein Amt, das wirklich auch nur von sehr zuverlässigen Leuten ausgeführt werden sollte, weil natürlich die Sanktionen, die mich dann da als Arbeitnehmer, der diese Funktion ausführt, die mich da bedrohen, sind natürlich ganz erheblich. Also das ist jetzt kein Zuckerschlecken und ist auch zu Recht so, weil es eine sehr wichtige Aufgabe ist. Danach klingt es. Ja, Frank, vielen Dank für diesen Einblick in, ja, erstmal die Frage, wer muss eigentlich tatsächlich aufpassen, sauber zu arbeiten und was passiert eigentlich? Vielen Dank. Wir setzen in der nächsten Folge das Thema Geldwäsche fort. Tschüss, Frank. Tschüss, Christina. Das war Alles Legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch PayTech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen unsere Experten noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles Legal, Fintech-Recht kompakt.